Amira Pocher und Bijon Katilatu widersprechen den Behauptungen, dass sie ein Paar sein sollen. Kennen tun sie sich dennoch. In dem Podcast Hey Amira verraten sie, wo sie sich kennengelernt haben. Amira Pocher. Enthüllung über erstes Treffen mit Bijon. Würde man Gerüchten Glauben schenken, dann wäre Amira Pocher, 31, nach ihrer Trennung von Oliver Pocher, 45, längst wieder vergeben. Wie die Bild behauptet, sei sie mit dem Motivationscoach Bijon Katilatu, 39, zusammen. Umgehend nach der Behauptung widersprachen beide Parteien den Schlagzeilen mit einem Anwaltsschreiben. Auch in ihrem neuen Podcast Liebesleben stellte Amira noch einmal klar, dass es keinen neuen Mann in ihrem Leben geben würde. Doch kennen tun sich Amira und Bijon definitiv. Amira Pocher traf Bijon im Flugzeug. Bijon war im Sommer zu Gast in Amiras Podcast Hey Amira. In der Folge Projekt Selbstliebe. Wie bringe ich mich in Stimmung, wenn ich mal traurig bin? Sprechen sie allerdings nicht nur über die Selbstliebe, sondern auch über ihr Kennenlernen. Das erste Mal gesehen haben sich Amira und Bijon im Flugzeug auf dem Weg nach Bali. Weißt du eigentlich, wir sind letztens zusammengeflogen. Wir saßen fast nebeneinander. Ein Platz war dazwischen. Da habe ich übrigens gesehen, was du liest. Ich gucke immer, was Menschen lesen in meiner Umgebung, und da habe ich gesehen, dass du Jordan Peterson gelesen hast. So Bijon in Amiras Podcast. Dann ergänzt die Moderatorin, du saßt rechts von mir. Ich saß ja mit meinem Sohn da und ich so, der kommt mir so bekannt vor. Ich kenne ja dein Seitenprofil nicht, nur von frontal, da wir nur nebeneinander gesessen haben. Weiter plaudert die 31-Jährige. Ich weiß nicht, wie oft ich rübergeguckt habe. Kommt mir so bekannt vor. Erst beim Aussteigen sind wir uns entgegengelaufen. Da haben wir uns länger angeguckt und ich so, boah, doch ist er. Ich sage jetzt einfach mal Hallo. Und dann hast du Hallo gesagt. Mehr als die Podcast-Folge soll aber nicht entstanden sein.